Jetzt zeige ich euch den vollen Schwung. Zunächst mal ohne Schläger, den tun wir mal weg. Im vollen Schwung steht man schulterbreit. Das Gewicht ist rechts, links verteilt, vorne, hinten verteilt. Wir beugen uns ein bisschen aus der Hüfte nach vorne. Das zeige ich hier mal. Ein bisschen nach vorne beugen. Oberkörper nach vorne und können einfach mal die Arme hier verschränken. Wichtig ist, dass ein bisschen Spannung im Oberschenkel, im Gesäß, Rumpf und Rücken da ist. Diese Haltung. Und die Drehung beim Goldschwung sieht jetzt so aus, dass wir im Rückschwung uns nach rechts drehen. Hüften drehen nach rechts, Oberkörper dreht nach rechts. Das Gewicht soll jetzt auf dem rechten Fuß sein, auf der Innenseite vom rechten Fuß. Und im Durchschwung bewegen wir uns mit den Hüften zuerst, dann mit den Schultern, dann würden die Arme folgen. Und die Endposition sollte so aussehen, dass wir auf der Außenkante linke Ferse stehen. Mit Schläger sieht es dann so aus. Griff, voller Schwung wieder, linke Hand oben, rechte Hand dazu. Und beim Ausholen ist es wichtig, dass wir uns nach rechts bewegen, rechts drehen, das Gewicht auf dem rechten Bein haben und im Durchschwung. So sieht der Treffmoment aus, hier der Durchschwung. Auf- oder abwärts bewegen sollten vermieden werden, immer in der gleichen Ebene. Wichtig ist, dass der Schläger sich immer auf- oder parallel zur ursprünglichen Schaftebene bewegt. Hier lang, Bewegung nach vorne oder zu sehr nach hinten. Wird schwierig, damit den Ball zu treffen. Ursprüngliche Schaftebene heißt einfach, so wie der Schläger am Anfang steht. Dieser Winkel. Je länger das Eisen, umso mehr soll der Ball links liegen. Ich habe hier ein Eisen 3, deshalb lege ich ihn schon sehr weit nach links. Und dann schlage ich euch mal einen weg. Das ist der volle Schwung.